sein. Dann wirst du deinen Ruf und den unserer gesamten Familie ruinieren. Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Luise von Salome, die größte Philosophin unserer Zeit, Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt! Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Und du lässt dich von mir hinabziehen! Sie machen ihn lächerlich. Sie machen unsere ganze Familie lächerlich. Die schmutzige Fantasie liegt immer im Auge des Betrachters. Nichts vermag eine Frau so wahrhaft zu emanzipieren, als die Ahnung, dass man ihr durch irgendeine Enge, in der man sie künstlich hält, den Weg verwehrt. Ich wollte Sie nicht stören. Vielleicht erinnern Sie sich, mein Name ist René Maria Rilke. Von stören kann nicht die Rede sein, Sie belästigen. Der Kritiker überschlägt sich geradezu vor Begeisterung. Fräulein von Salome hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Wenn Sie mich nicht heiraten, will ich nicht mehr leben. Nein, bitte nicht! Entschuldigen Sie, Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Ihre Abhandlung über Nietzsche nimmt viele Erkenntnisse der Psychoanalyse vorweg. Ich fühle jede Regung der höheren Seele in Ihnen. Und ich liebe nichts mehr an Ihnen als diese Regung.